Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2.de Praios. Ja, es kam mal wieder leider etwas länger kein Video. Es ist momentan echt scheiße, ich habe wenig Zeit, aber momentan fehlen mir auch so ein paar Ideen. Das heißt, bitte, bitte schreibt mir wirklich Ideen in die Kommentare. Ich habe das letzte Mal auch schon danach gefragt, aber da hat sich niemand mal ein paar Gedanken gemacht. Ist eigentlich sehr schade, weil ich wirklich sehr viel Arbeit hier in die Videos reinstecke. Also wenn ihr Ideen habt, dann bitte gerne in die Kommentare schreiben. So, da jetzt ein bisschen länger was nicht kam, also so an Videos und so, hatte ich mir gedacht, ja komm, machst du einfach mal ein Video, wo du auch mal wieder ein paar DR ausgibst. Und zwar möchte ich hier mal die Drachenalchemie ein bisschen weitermachen. Ihr wisst ja, ich habe einen lupenreinen Drachenrubin. Und ja, den müssen wir entweder noch weiter upen oder vertauschen gegen andere Rubins oder so. Auf jeden Fall brauche ich einen Rubin und einen Dia. Und danach natürlich auch noch die anderen. Aber Rubin ist erstmal das Wichtigste. Und danach Diamant für X4C halt, ne, für PvP und so. Dafür brauchen wir Fertigkeitsschaden und Fertigkeitsschadenwiderstand. Das wäre schon ganz geil. Aber ich würde sagen, wir legen erstmal los. Hier 75 Core Draconis, die gibt es momentan im Angebot. Im Item Shop, ich glaube 8 DR pro. Das sind rund 20% Rabatt gerade. Ich hau einfach mal alle durch. Da waren auf jeden Fall ein paar Rubinen bei. Das freut mich. Schau mal. Ja, okay, da ist noch Platz. Hau mal weiter rein. So. Ja, das klappt auch noch. Machen wir weiter. Dann haben wir direkt hier alle verballert. Oh, da sind gut Rubinen. Aber es hat ja noch nichts zu heißen. Veredelung. So, hauen wir doch mal weiter rein. Das hat schon mal geklappt. Das auch. Erste nicht. Doch da erfolgreich. Fehl, komm, erfolgreich. Fehl, okay. Ja komm, abmaß direkt durch. Fehl. Erfolgreich. Ah, ich habe keinen Rahn. Das ist schade. Ich habe aber einen Antiken. Ja, gut. Schauen wir einfach mal. So. Rubin kann bitte alles klappen. Das wäre toll. Veredeln. So. Erfolgreich. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. So. Ah, da schlagen die ersten fehl. Ah, das ist natürlich. Komm, du klappst noch. Arschloch. So. Fehl. Ey, was ist denn da los? Ja, Scheibenkleister. Ich hätte nicht scheiße gesagt, Leute. Ich hätte es nicht gesagt. So. Ja, da schlägt schon wieder viel fehl. Oh Mann. Also, das sind gerade gute Eher. Zumindest für meine Verhältnisse. So ein Taube oder so wird mich auslachen, weil ich gesagt habe, das sind viel DR, die ich gerade loswerde. Aber, naja, ich verkneife hier meinen Kommentar. So, na komm schon, komm schon. Ah, oh, gib es nicht. Ich krieg nicht mal einen Antiken hin. Gibt's das? Gibt's das? Oh Mann. So. Fehl. Fehl. Erfolgreich. Erfolgreich. Ich weiß noch, als man 10 davon sammeln musste, das war krass. Also du musstest wirklich 10 von den Rohen haben, um einmal Schliff zu versuchen. Und das war... Wow, das war krass. Ey, kommt schon. Kriegen nix hin hier. Es ist doch zum Kotzen. Ein Ra, wow. Einen Ra. Ey, Mann.
Na gut, das ist bisher keine wirklich gute Runde. Ja. Okay, wir haben bisher immer 4 Schliff bekommen, aber die schlagen dann immer viel. Gott. Ja! Nicht mal ein Ra hinbekommen. Oh Mann. Also für mich sind das gerade viele DR, aber irgendwo muss ich ja weiterkommen mit der Drachenstein-Alchemie. Und das kostet alles auch ein Stückchen von Yang her und so. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, wenn sie gerade in Angebot sind, dann machst du es einfach mal. Ey, wir haben nur Scheiße hinbekommen. Ja, ein paar Rar, aber im Endeffekt, das fetzt jetzt auch nicht wirklich, ne? Weißt du was? Ich mach jetzt nochmal einen Cut und hol nochmal 2 Pakete, aber dann war's das für dieses Video. Dann haben wir in diesem Video 1 KDR ausgegeben. Ich weiß, Taue würde wieder lachen, aber für mich ist das wirklich viel. Aber wir machen einen Cut und hauen nochmal 2 Sticks raus. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Muss das noch aus dem Dings holen, aus dem Lager. Hatte einen kurzen Kick. Aber das ist ja wurscht. So, hauen wir rein. Komm, Rubin. Da war noch. Ah, doch, da waren ein paar Rubin bei. Hau durch. Hau durch. So. Jetzt will ich aber hier was sehen. Ja, gut, Diamant ist auch wichtig, aber ich bin momentan echt auf Rubin fixiert. Auch wenn hier gerade wieder alles fehlschlägt. Komm schon, tu es. Boah, ich hab 2 Ra. Boah. Und es ist fehlgeschlagen. Natürlich. Ah, ja, haha. Oh Mann. Hau rein jetzt. Hau rein jetzt. Ja, geil. Jetzt haben wir hier ein paar Schliff, ein Ra. Vielleicht kriegen wir ja einen Antiken hin. Aber wir machen erstmal die anderen Rubin. Bewahren wir uns mal fürs Ende auf. Ja, jetzt klappt's auf einmal hier. Jetzt klappt's auf einmal. Komm, der wird jetzt antik. Los, tu's. Jawohl. Ein Antiken. Wup, wup. So, oh ja. Ja, stimmt, Saphir ist eigentlich auch wichtig. Aber ich glaube, da würde ich eher auf Def gehen als auf stark gegen. Einfach wegen Open PvP. Da ist ja die Def wichtiger als alles andere. Weil die da alle mega rumgepusht laufen. Komm, wird auch antik. Jawohl. Abwehrchance gegen Lykaner und Abwehrchance gegen Sura-Angriffe. Das ist jetzt natürlich noch nicht so erwähnenswert, weil er noch antik ist, aber immerhin, ne? So, fehlgeschlagen. Erfolgreich. Erfolgreich. Fehlgeschlagen. Erfolgreich. Fehl und die letzten Fehl. Okay. Komm. Tu es. Tu es. Okay. Wir haben immerhin ein Ra. Wow. Wow. Ja, und von Onyx kriege ich am meisten, oder was? Die größte Scheiße klappt da natürlich, ne? Obwohl, das schlägt gerade auch alles fehl. Naja. Jawohl, ey. Ah. Warum klappt das da? Tu es. Tu es. Fuck you. So. Jawohl. Jawohl. Komm, einen Antiken kriegen wir. Jawohl. Der hat Verteidigung und Durchschnittsschaden, das ist okay.
Okay. Naja, ich überlege gerade, habe ich noch nee. Ich schau mal eben auf Queenie, Moment. So, ich hatte noch mal auf Queenie geguckt, aber da haben wir keine Antiken, die wir jetzt brauchen könnten. Das heißt, ja, das war's für dieses Video. Also es waren gerade wirklich viele Drachenmünzen, aber als kleine Wiedergutmachung, dass jetzt wirklich die letzten 2 Wochen so beschissen Videos kamen. Aber wie gesagt, ich bin momentan ein bisschen ideenlos. Wenn ihr also Ideen habt, dann schreibt mich bitte, bitte an oder schreibt einen Kommentar oder sonst was. Wessen Idee ich auch nehme, den erwähne ich dann auch gerne im Video, positiv natürlich. Und ja, ich würde sagen, das war's dann für dieses Video. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin raus, bis denne, Grüße, Fossi.